Was ist? Du siehst betrübt aus. Aha, Besserwisserin. Du willst, dass ich dich in Ruhe lasse? Das habe ich nicht gesagt. Dann ist es okay. Weißt du noch, an dem Abend, als du Seed wurdest, gingen wir an den geheimen Ort. Du warst kaltherzig zu mir. Aber jetzt begreifst du vielleicht. Du willst mit jemandem reden. Du willst, dass dir jemand zuhört. Irgendwie schon, aber. Magst du nicht mit mir reden? Du fühlst dich dann bestimmt besser. Oder magst du lieber gegen die Wand reden? Na, was ist? Vielleicht sollte ich reden. Mag sein, dass ich reden will. Okay, gehen wir. Vielleicht bei einer Tasse Tee. Nur, wo gehen wir hin? Als erstes speichern wir mal, weil ich will jetzt nicht irgendwie durch ganz dumme, schlimme Zufälle irgendwie nochmal mit Norg reden müssen oder so. Den alten überschreiben wir einfach. Zack, da wären wir doch. Tja, bei einer Tasse Tee. Ich nehme mal. Oha, anders heißt Cafeteria, wollte ich sagen. Guten Tag, hier spricht Direktor Sid. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Schulsender wieder in Betrieb ist. Schlaganfall, oder was? Oh ja, ich glaube schon. Oh, ganz schlimm. Ganz schlimmer Schlaganfall. Nicht mein Tag heute. Etwas Riesiges müsste mal kommen. Ich vermute, der Wunsch hat sich jetzt erfüllt. Es hat was gebissen. Ja, Mann. Nimm den Fisch. Nimm den Fisch. Lauf nicht weg. Bleib da stehen. Nimm den Fisch. Nimm den Fisch. Oh, er hat den Fisch fallen gelassen. Mick, Mick von den Seeds, kommen Sie umgehend ins Direktorat. Ich wiederhole, Mick, bitte umgehend ins Direktorat. So viel zu meinem Tee. Gut, ich hatte eh keine Giottos, aber trotzdem ist es blöd. Bitte handeln Sie mit Bedacht. Und, das ist wichtig, verlassen Sie den Garten nicht. Es ist nicht gestattet, den Garten ohne Erlaubnis zu verlassen. Ah, Sie sind es, Mick. Mick, ein Befehl. Gehen Sie mit Kistis und Irvine nach Fisherman's Horizon. Ihr Auftrag, uns für das Chaos entschuldigen und Ihnen unsere friedlichen Absichten mitteilen. Und vergessen Sie nicht, die Stadt auszukundschaften. Verstanden. Warum eigentlich ich? Was ist los, Mick? Gefällt Ihnen der Befehl nicht? Nicht wirklich. Die Seeds sind keinesfalls nur eine Gruppe von Kämpfern. Ich möchte, dass Sie die Welt da draußen kennenlernen. Gehen Sie jetzt, Mick. Ja, ist gut. Gehen wir halt. Ein neuer Einsatz? Hey, wir können doch raus. Nimm mich doch bitte mit. Wir werden in Fisherman's Horizon an Land gehen. Wir entschuldigen uns für das Chaos und werden zudem die Stadt auskundschaften. Nach Fisherman's kommen wir, wenn wir vom Außendeck im zweiten Stock nach draußen gehen. Ein optimaler Übergang. Vielleicht werden ja wir ja Freunde von den Leuten. Warum dieser M&M? 3, 2, 1. Ganz einfach. Weil, wenn das der Fall ist, dann können wir uns ja im Prinzip Fisherman's Friend nennen, oder?
Irre. Gibt's auch noch Musik? Wenn keine Musik ist, hört man das Mikrofon rauschen und man hört jedes kleine Atmen und so von mir und das ist uncool. Ich traue mich gar nicht zu atmen. Ich mache jetzt keine Luft mehr, bis hier Musik kommt. Da sind sie! Mist! Will doch keine Luft holen! Ihr ahnt es vielleicht schon, aber ich muss euch warnen, bevor ihr an Land geht. Wir hassen Gewalt. Innerhalb der Stadt sind Kämpfe verboten. So lautet das Gesetz in dieser Stadt. Habt ihr verstanden? Ja. Wir repräsentieren den Garden. Wir kommen mit friedlichen Absichten. Willkommen in Fisherman's Horizon. Nennt's einfach FH. Im Zentrum ist das Haus des Bahnhofsvorstehers. Stattet ihm einen Besuch ab. Mit Bahnhofsvorsteher meinen wir den Bürgermeister von FH. Das hatten wir auch vor. Gut, dass wir uns verstehen. Ganz schön demoliert, was? Es tut uns leid. Der Garten geriet außer Kontrolle. Wir konnten es nicht verhindern. Macht euch keine Gedanken. Zum Glück wurde ja niemand verletzt. Außerdem lieben wir es, Dinge zu reparieren. Fühlt euch wie zu Hause. Na, wenn das so ist, dann gehen wir doch mal. Und reden doch mal mit dem tollen hier Bahnhofsvorsteher. Hübsche Aussicht. Oha. Was ist das? Der Bellum-Garden scheint völlig kaputt zu sein. Das kommt davon, wenn man ihn nicht richtig wartet. Entschuldigung, wir wussten nicht, dass das Ding fliegen kann. Deswegen haben wir uns nie drum gekümmert. Idiot. Idioten-M&M. Ha! Ich hab noch... Lass mal gucken. 5 orange Idioten, 2 blaue Idioten und 2 braune Idioten. Alle anderen Idioten habe ich schon gegessen. Soll es nach unten gehen? Oh ja. Geht in Ordnung. Bis nach Esther? Esther? Liegt am Ende der Schienen. Der berühmt-berüchtigte Staat. Etwa nicht? Jeder, der noch FH kommt, will dorthin. Deswegen dachte ich. Da keine Züge fahren, geht man am besten von FH zu Fuß. Stumpfsinnig, oder? Ach ja, ihr seid ja nur hier, weil ihr einen Unfall hattet. Sorry. Okay, steigt ein. Esther. Kommt mir doch bekannt vor. Unser Garten ist irgendwie ziemlich groß von weitem, kann das sein? Was ist das? Schaut, da vorne steht das Haus des Bahnhofsvorstehers. Ach, das ist es sogar. Ich glaube, dann wollen wir ja genau dorthin, hm? Oh, Junge, 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 nein, Junge! Oh, was war das bitte? Kommt das wieder? Nein, es kommt wieder! Puh, das sind so die Gefahren, wenn man mit dem Emulator spielt. Dann können so Dinge manchmal passieren. Huiuiuiui. Boah. Shit just got real, man. Just for a second. So, Bahnhofsvorsteher. Wo bist du? Dein Haus sieht ziemlich scheiße aus, möchte ich mal so sagen. Ja, da oben sieht es ein bisschen besser aus.
der Hippie. Setzt euch. Dope. Ja, der sieht aus, als wisst ihr was von Dope. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber wann wollt ihr abreisen? Das ist ja ziemlich direkt. Sobald der Garten abflugbereit ist. Und wann soll das sein? Wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht einmal, wie der Garten überhaupt funktioniert. Ich werde einen Techniker beauftragen. Er wird die Reparaturen ausführen. Einverstanden? Ein Außenstehender soll den Garten betreten. Das kann ich wohl nicht allein entscheiden. Wenn ihr keine Befugnisse habt, solltet ihr es vorher absprechen. Gefällt mir gar nicht. Fallen wir euch zur Last? Die werden schon ihre Gründe haben. Das interessiert mich im Grunde nicht. Ihr seid eine Gruppe von Bewaffneten. Löst ihr nicht Probleme mit Gewalt? Das widerspricht unseren Grundsätzen. Flo, wir glauben fest daran, dass man Probleme durch Gespräche lösen kann. Wenn man sich gegenseitig verständigt, sind Kämpfe nicht notwendig. Da hat sie recht. Und wie recht sie hat. Gewalt ruft Gewalt hervor. Deswegen möchten wir nicht, dass ihr hier bleibt. Kommt, wir gehen zurück. Dann Abflug. Ein Techniker kommt und repariert schnell unseren Gameboy und dann fahren wir wieder. Das ist so ärgerlich. Was hast du jetzt für Probleme, Bruder? Hallo? Ja, dann sprich halt nicht mit dir. Dann bleib hier stehen und schmoll. Ist in Ordnung. Wir sind eben nicht überall willkommen. Oh nein, Achtung, gleich freakige Solareffekte. Nein, 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 tu es nicht. Galbadianische Truppen. Galia, freaky, freaky, freaky. Shit just got freaky. Galbadianische Truppen, wo? Wartet! Die Galbadianer haben es doch auf euch abgesehen. Ja, vielleicht. Ihr seid dafür verantwortlich. Wir würden ja schon kämpfen, aber sie könnten das auch etwas freundlicher sagen. Flo, du darfst nichts erwarten. Außer kämpfen können sie ja nichts. Das kann man auch freundlicher sagen. Man kann alles bereden. Wenn das bloß so wäre. Der will jetzt mit den Galbadianern verhandeln, ne? Sehe ich das richtig? Wird bestimmt witzig, ihm beim Sterben zuzusehen. Drawpunkt, 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 Drawpunkt. Regener! Regener ist cool. Hat das jemand? Nee, ich nehme das mal. Nur so aus verwaltungstechnischen Gründen natürlich. Nicht, weil ich mich für was Besseres halte und der Meinung bin, dass ich der Einzige bin, der richtig gute Kopplungen verdient und ihr anderen eigentlich nur ziemlich dumme Menschen zweiter Klasse sind, die mir nichts bedeuten und ansonsten eigentlich nur Stiefeldreck sind oder so. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das liegt einfach halt so rein aus organisatorischen Gründen, dass ich das Zeug bei mir halt besser sortiere. Warum ist da schon wieder was drin? Ich mag das manchmal. Huch! What just happened? Warum kämpfe? Ich dachte, wir gehen verhandeln. Seltsam, wie es manchmal langsam wird. Was habt ihr so dabei? Medica und Vita und du bla 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 und bla. Ja, bla ist jetzt nicht ganz so meins. Da komme ich auch ohne klar. Dankeschön. Zwei Eisenkugeln. Überlebt der Roboter einen Schlag von mir? Die Antwort lautet nein. Tja, wie machen wir das dann? Ah, er meldet sich freiwillig als nächstes Ziel. Das finde ich gut. Versuch mal Karte auf den Soldaten, sollte er meinen Angriff überleben. Ach Gott, der ist ja schon direkt gestorben. Aber ich habe ein Zelt gekriegt. Zelt ist cool. Stimmt, ich habe meinen tollen neuen Leviathan ja noch gar nicht gekoppelt und ausprobiert. Das wollen wir doch mal tun. 4 Schrauben.
Und 8 GFAP. Quetzalcoatl hat jetzt Magie plus 20% und Ifrit hat Stärkebonus. Finde ich alles eigentlich recht gut. Noch mehr Regener. Gib mir mehr Regener. Und da ist noch Regener drin. Ne, jetzt ist kein Regener mehr drin. Also, GF-Menü. Wer hat denn wie viele GF? Da war doch hier so Kopplungsmenü. Koppeln. GF. 1, 2. Nein, so. 1, 2. Auch 1, 2? Kann ja irgendwie nicht so ganz sein. Ifrit und Karbunkel. Quetzalcoatl, Siren und Nix. Ja, hat, wer waren jetzt 4 oder was? Shiva, Brothers und Diabolos. 3. Das macht 3, 2, 2. Okay, das geht auf. Das heißt, Leviathan ist frei und jemand, der nur 2 hat, sollte das möglicherweise nehmen. Aber schauen wir einfach mal, was der so kann. Zuerst. Und wir haben die erste Reihe voll. Leviathan. Freundschaft ist uns erstmal egal. Was haben wir denn da? Draw, bla, Elementabwehrkopplung mal 2. Das wäre schon mal eine Option. Geistkopplung möglich? Naja, ist Magieabwehr. Nicht unbedingt so ganz nötig bei uns. Autotrank, automatische Anwendung eines Heiltranks. Das ist ganz cool. Der Heilenbefehl wird verfügbar. Und Hilfswandler. Ich möchte bitte als allererstes den Hilfswandler haben. Tja, Elementabwehrkopplung mal 2 wäre wohl, denke ich, so der entscheidende Faktor. Wer hat denn noch keine 2 Elementkopplungen? Abwehr. Sie hat 2. Ja, Gott, das, genau, das ist Elementkopplung. Und er hat auch schon 2. Und Irvine, der hat nur 1. Tja, dann kriegt's halt Irvine, auch wenn er schon am meisten hat. Dafür ist Irvine auch ziemlich am schwächsten, muss man sagen. Hier, mach mal, auf was denn? Wie war das? Also ich bin immer auf Stärke. Tja, dann könnte ich auf HP sagen, hm? Ja, hat jetzt eh nicht so viel gebracht. Gegner 50% haben wir. Da hatten wir mal gewisse Probleme damit, wenn ich mich recht entsinne. Körper 40%. Dicke, dicke Abwehr. Naja, ist ganz okay. Könnte man eigentlich so lassen. Ne? Gut, nee, die restlichen Kopplungen überprüfe ich später mal in Ruhe. Irvine, du darfst was Produktives machen im nächsten Kampf. Ist Wahnsinn, oder? Du darfst Leviathan beschwören, dass wir uns das mal anschauen. Wo ist euer Typ dahin? Er hat ja richtig ernst geguckt. Der Chef. Hallo, Bitch. Der Bahnhofsvorsteher ist zum Bahnhof gelaufen. Habt ihr was damit zu tun? Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Immer geradeaus, es ist nicht weit. Kohle! Wie viel habe ich denn? Ganz viel Kohle. Ich stehe drauf. Kampf. So, hi. Leviathan-Zeit. Oh, du bist groß. Vielleicht sollte ich von dir erstmal noch klauen und ein bisschen Draw versuchen, bevor ich dich kaputt mache. Was hast du? Shell und Protoss. Ja, komm, du nimmst ein bisschen... Du nimmst ein bisschen... Shell? Du klaust mal davon? Schultercheck. 100. Diebstahl fehlgeschlagen. Irvine, du bist eine hohle Nuss. Dann machen wir doch einmal Leviathan. Und schauen, was das so Tolles bringt. Während wir warten, mache ich noch ein bisschen mehr Draw, aber was kann denn Leviathan so? Gut, ich meine, so klassisch, wie man es kennt, ist Leviathan eigentlich eine große Wasserschlange. Ist doch, glaube ich, so ein mythologischer Wassergott oder so. Hm? Ich glaube, sowas in die Richtung. Und da kommt er, Sintflut.
So, ich blende das Menü mal aus. Und dann schauen wir Leviathan bei seinem Auftritt zu. Hübsch. Hübscher, hübscher Wasserangriff, finde ich. So, ich hau den mal einmal. Und sollte er dann noch leben, machen wir eine Karte draus. Oh, ich habe das R1 verkackt. Aber nein, er lebt so oder so nicht mehr. Ist er eben tot? Oh nein, Level up. 2 Zaubersplitter, wie süß. Und 4 AP. Gehen wir weiter zum Bahnhof. Mein Geld könnte sich langsam mal ausblenden, ne? Warum muss ich den Weg so lang laufen? Könnte doch auch irgendwann mal ausblenden, ne? Oha. Ich höre Geräusche. Er verhandelt. Wie putzig. Hm. Vielleicht will er auch gar nicht, dass wir ihm helfen. Wenn die Galbadianer es nur auf den Garten abgesehen haben, hat der Alte nichts zu befürchten. Worüber reden sie gerade? Wie oft muss ich das noch sagen? In dieser Stadt gibt es kein Mädchen, das Elion heißt. Elion? Wir werden dann die Stadt abfackeln. Wirklich, wir kennen keine Elion. Wie auch immer, die Stadt wird niedergebrannt. Befehl von Edea. Bitte nicht! Willst du als Erster sterben? Ja. Ich muss sagen, diese friedliche Nummer, die funktioniert fantastisch. Soll ich langsam... Ja, komm, einschreiten. Sind wir mal nicht so. Am Ende wird er noch umgebracht. Ich dachte schon, du schaust nur zu. Hey, ich darf selbst hinlaufen. Sollte ich mich heilen? Nee, jetzt ist es zu spät. Der Zug ist abgefahren. Kampfmusik. Dabei bin ich noch gar nicht im Kampf. Wer seid ihr? Wir sind die Seeds. Hey, hier sind Seeds. Holt das Eisengrat. Was ist das Eisengrat? Es tut uns leid, aber wir kennen leider keine anderen Methoden. Nick! Holt das Eisengrat. Was ist das Eisengrat? Oh, seid ihr der ganz normale Standardmüll? Feuerra, Blitzra, Eisra, Vitra? Ja, ich meine, es sind ja schon ganz gute Sachen. So ist es ja nett. Vitra kann man nie genug haben. Kann man im schlimmsten Fall umwandeln oder so. Aber auf der anderen Seite kriege ich das Ding von Zelten geschenkt und so. Also, warum den ganzen Ärger machen? Na, High Potion, der Wahnsinn. Kartenwandlung nicht möglich. Warum kann ich keine Menschen in Karten verwandeln? Was soll das? Warum heilst du den? Was soll das? Und zack! Feuer! Soll ich wieder klauen? Ich klau mal noch von dem. Vielleicht kann der noch was. Diebstahl fehlgeschlagen. Und da ist er tot. Hey, 400. Er hat was getötet. Er hat selbstständig was getötet. Oh, ich bin so stolz auf dich. Und eine Phönixfeder bekommen. Und 4 AP. Hey, Diabolos. AP 10%. Warum lernst du nichts Sinnvolles, Diabolos? Irgendwas kommt auf uns zu? Was ist das? Das ist doch nicht etwa im Ernst.
Im Ernst jetzt, ehrlich. Das kaputte Drecks-Wix-Vieh. Das haben die wieder eingesammelt und mitgenommen, ist das euer Ernst? Eine Infanteriewaffe. Im Schnelldurchlauf erledigen. Erstmal Draw. Shell, Protest, Stopp. Okay, kann nix, jetzt dürft das kaputt machen. Diebstahl fehlgeschlagen. Du kannst einfach nix erwähnen. Jetzt hast du einmal was gekommen. Kartenlandung nicht möglich. Ihr könnt mich alle mal hier. Das mit dem Schießen funktioniert nicht mehr so gut wie früher, habe ich das Gefühl. Hm? Das Ding geht langsam ein bisschen kaputt. Ich hab so wirklich... Oh, schon wieder R1 verkauft. Wirklich so ein bisschen die Vorstellung, das funktioniert nicht mehr so gut. Jetzt klau was. Nein. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das ist langweilig. Mach mal was. Mach mal was. Mach mal einen Blitzer. Der mag doch Blitz, oder? Kaboom. Kannst doch zaubern, oder? Das war ziemlich schwach, Mädel. Nee, überlass das Kämpfen mal lieber den Männern. Also, mir. Oh nein, es macht was, es macht was. Es geht kaputt. Es ist gerade verdammt kaputt gegangen. Wie zu erwarten war, konnte es irgendwie gar nichts. Hey, Kiefer-MG, Kistis lernt Gatling Gun, wenn sie es nicht schon kann, keine Ahnung. Und wieder 20 AP, das ist gut. Der lernt auch nur Müll, ich muss mal unbedingt hier jetzt echt drüber gucken. Wer was lernt. Und es geht baden. Plopp. Wen sehe ich denn da? Hallo, schon auf allen Vieren. Ja, die ist gut gezogen. Die kommt aus meinem Haus, das merkt man. Steht sie auf? Nein, alles verdorben. Mick! Sie sind alle wohl auf. Ein Glück. Willkommen zurück, Selfie. Xel, Rinoa. Gut, dass ihr es geschafft habt. Was ist mit dem Garten passiert? Es gab zwar einige Zwischenfälle, aber... Im Garten ist nichts passiert. Juhu! Wie kommt ihr eigentlich hierher? Mick, darüber sollten wir lieber später sprechen. Stimmt auch wieder. Kistis, Erwin, geht mit Selfie zum Garten. Ich werde mich hier noch etwas umschauen. Etwas umschauen. Zufällig mit ihr allein. Hi. Lang nicht mehr gesehen. Hi. Ich hab dich vermisst. In der Raketenbasis dachte ich, dass ich sterben würde. Dann musste ich an dich denken. Komm, wir sind mal ganz lieb. Ich habe auch an mich gedacht. An dich gedacht. Mick. Bam, Schmerz. Ich fass es nicht, dass du mir das ins Gesicht sagst. Naja. Bis dann, Mick. Frauen. Soll ich jetzt verstehen, was gerade passiert ist?